Moinsen. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass Sauron wieder da ist. Oder besser gesagt, da ist. Da gab es ja noch keinen wieder. Und dass der Nekromant ist. Und dass es da garantiert ganz gewaltig Ärger geben wird. Wie, was, wo? Werden wir ja noch rauskriegen, was das jetzt alles zu bedeuten hat. Und ob es auf diese große Schlacht, was man ja aus Der Herr der Ringe kennt, hinausläuft, werden wir dann auch erfahren. Ich weiß es nämlich selber nicht. Halt, hier bleiben! Mein Geld, mein Geld, mein Geld, alles mein Geld, mein, 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 mein. Boah, hier kannst du wohl kilometerweit laufen? Wo geht denn das hin? Irgendwo an der Stelle. Ja, schön, dass das Geld immer runterfällt. Ist egal jetzt. Wir gehen den Weg, den wir gehen müssen. Sag mal, habe ich überhaupt ein Mikrofon an? Jo. Gut, dann wollen wir mal gucken, was hier jetzt so anliegt. Und was unser nächster Auftrag ist. Okay. Wir müssen dann also da nur noch. Halt! Hier bleib! Meins! So, Herr Schneemann, auf Wiedersehen! So. Vor allem, was sind das für Dinger hier? Die sehen doch total komisch aus. So durchsichtig. Sag mal, wollt ihr nicht mitkommen? Mag keiner. Die werden schon kommen, wenn sie wollen. Kann ja hier nicht auf jeden aufpassen. Sind ja hier nicht im Kindergarten. Ach, da sind sie. Da sind sie ja schon. Wen haben wir überhaupt alles dabei? Wir haben so eine komische Wache dabei. Wir haben unseren kleinen Zwergenfreund und den Herrn Bilbo. Bin ich ja mal gespannt. Ne, hier können wir nichts kaputt machen. Wann wir Gandalf und Konsorten wiedersehen? Nanu. Okay. Ja, geh mal weg hier, Scheißstein. So, tack, 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 tack. Hier rennt auch wieder eine Wache rum. Aber die gehören ja zu uns. Ach, das ist ja noch ein Zwerg. Ei, vor Bübchen rum. Angezeigt wird, dass wir irgendwie da unten müssen wir hin. Ja, du bleib mal ruhig, mein Freund. Ganz unruhig, bitte. Nein. Wieder schön alles wegmetern hier. Wir wollen natürlich wieder Meisterdieb werden. Okay. Ich finde das ja immer cool, dass die Level, wie, genauso wie dieser Stein hier, dass das immer so gemacht ist, dass wenn du das später, denn wenn du das durchgespielt hast, kannst du ja alles nochmal nachspielen. Und dann mit anderen Zwergen und Figuren und dann kannst du ja den Rest, den du jetzt nicht machen kannst, kannst du ja dann nachspielen. Was? B? Wieso B? Ach so, nö. Ich wüsste jetzt nicht, was ich bei denen kaufen sollte. Klock, klock. Na, Schneemann. Ist ja super, dass sie immer noch Zeit haben, ihr Schneemänner zu bauen. So, hauen wir den noch weg hier. Keine Ahnung, was er sein soll. Hier haben wir noch ein Schild. Bretter. Können wir alles mitnehmen. Werden wir bestimmt wieder brauchen für irgendwas. Gut, den Busch lasse ich jetzt mal stehen. Wir gehen halt weiter. Vor allem, wo sind wir hier überhaupt? Haha, ja, kannst du mal sehen, ne? Ja. Okay.
Hier gibt's wohl das Seil. Aber ich muss ja sagen, auch wenn hier nicht alles aus Lego ist, ne, da wiederhole ich mich jetzt gerne mal. Es passt alles rein. Die Häuser passen total gut rein, auch die Bäume hier, auch wenn es kein Lego ist, ne? Trotzdem, es fällt gar nicht so auf, finde ich jetzt. Also ich habe daran jetzt nichts auszusetzen, dass nicht alles Lego ist hier. Wie ich ja schon bei manchen Sachen, oder von manchen Leuten gehört habe, die sich darüber aufregen, dass nicht alles Lego ist, aber... Ich habe absolut nichts dran auszusetzen. So, mal alles klein machen hier. Nicht, dass hier irgendwas ist, was wir hier noch bauen können oder sowas. So, das auch noch mitnehmen. Hier ein paar Bretter umsonst. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Geld, ist auch mal schön. Hui, hui. So, wir müssen die blauen Steine sagen, wir müssen da lang, also gehen wir hier lang. Dann nehmen wir noch den blauen mit. Halt! Stehen bleiben! Ach, hier können wir auch lang. Aha, also ist egal. Es führt alles zum gleichen Weg. Ist hier nicht gerade noch ein Brett runtergeflogen? So, hier haben wir wieder einen Stein, den bloß unser kleiner Zwergenfreund kaputt machen kann. Da können wir nicht viel mit anfangen jetzt im Moment. Klack, 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 klack. Auch wenn das ganze kleine Hacke hier nicht besonders spannend ist, trotzdem muss es ja gemacht werden. Irgendwer muss ja hier aufräumen. Macht ja sonst keiner. So, dann wollen wir mal hier weitergehen. Wir müssen jetzt nach da. Vorher nehmen wir noch das Geld hier mit. Wir können also auch wieder hier lang gehen. Ist ja mal dufte. Oh, Möhren. Kann man nur mal gut gebrauchen. So. Ey, wo sind wir hier? Gehört das immer noch zu den, wo wir vorhin waren, wo wir hier unsere kleine Bootstour gemacht haben? Sieht ganz so dann aus, ne? Aber es ist schon cool gemacht. Kann man Ex nicht sagen. So, Geld. Ach, hier ist noch was. Geh kaputt. So, hier ist wieder so ein Dings, so eine Nebenaufgabe irgendwie. Da kannst du ja denn, wenn du das selber spielen solltest, selber reingehen. Ich werde das jetzt auslassen, weil einfach mal so Zeitmangel, ne? Ich kann ja jetzt hier nicht alles machen. Das würde ja das Ganze, den Rahmen so extrem sprengen. Elben können höher springen. Na, das wissen wir doch nur schon. Ich glaube, wenn ich hier alles suchen würde, wie mir ja schon vorgeschlagen wurde, aber ich glaube, dann sind wir nächstes Jahr noch damit beschäftigt hier, um alles zu finden. Und deswegen... Huiuiui. Lass mal das mal schön sein. Ich glaube, es reicht schon, wenn ich hier alles kaputt deppere. Das hält genug auf. Ach, so viel Zeug hier. Halt, da ist noch ein Blauer. Na, den dürfen wir doch nicht liegen lassen. Das geht ja meiner nun gar nicht. Gut. Wo müssen wir denn überhaupt genau hin? Wir müssen da hinten durch das Tor. Dann lassen wir mal das ganze Zeug hier einfach liegen. Wir wollen es ja jetzt nicht so übertreiben, obwohl es mir schon in den Finger juckt.
Aber ich will mal kurz gucken, ob wir irgendwo noch was Blaues sehen. Bei dem würde ich ungern liegen lassen. Nö. Hier nehmen wir noch mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Hier ist jetzt aber auch nichts, was man unbedingt kaputt machen muss. Wie manchmal diese komischen Toten, diese Skelette, Toten-Dinger wollte ich erst sagen. Diese komischen Skelette. Aber das scheint hier nicht gefragt zu sein. Da hinten ist wieder so ein extravaganter Stein. Was haben wir hier? Ah! Moment. Komm, Kuschel. Ratzt-Boom! Ja, kannst du mich wieder loslassen? Aha, hier ist so eine Platte, da könnten wir hoch. Dafür haben wir aber keinen dabei. Okay. Hier könnten wir auch lang. Dann gehen wir mal hier lang. Aber ich denke mal, der zeigt mir jetzt wieder bloß, dass wir jetzt hier runtergehen und dann wieder auf den normalen Weg kommen. Halt! Auch wenn es bloß ein silberner ist. Ja, das läuft wieder genau dahin, wo wir hin müssen. Gut, kannst du mal? Danke. So. Aha. Hier Nummer. Den noch mit den. Hier ist er. Hier gibt es bloß Seil. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Gut, also immer schön der Nase nach. La 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 la. Warum zeige ich mir das hier an? Hier können wir irgendwas basteln. Ah, schön. Mal was Neues, ne? Ja, das weiß ich. So, na denn. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Bretter. Wir brauchen Seil. Wir brauchen Steine. Wir brauchen Fisch. Wieso Fisch? Das passt ja überhaupt mal nicht zusammen. Gut, was brauchen wir denn Schönes? Ja, den. Was? Den. Erkennt man manchmal echt schlecht. Was soll denn das werden? Was? Ach der. Meine Güte. Kompliziert, kompliziert. Was? Was wird das? Entschuldigung. Was ist das? Ein Steg. Okay. Wir haben einen Steg gebaut. Na gut, dann gehen wir doch mal paddeln. Ich glaube jetzt nicht, dass das wirklich jetzt hier zur Folge dazugehört. Das ist jetzt einfach bloß oder so. Aber solange es was dafür gibt, war, bin ich doch der Letzte, der sich darüber aufregt. Und außerdem gibt es hier weißen Stein, das finde ich wieder dufte. Lululululu. Ja, du kannst aussteigen. Hallo. Ich könnte doch jetzt. Supi. Okay. Dafür hat es sich so gelohnt, oder? Wo ist der Steg? Ach, da. So, dann werden wir weiter unsere Mission verfolgen. Wenn wir hier weiter gehen? Nanu, komm. Jetzt laufe ich da schon lang und kriege die Steine hier nicht raus. So, jetzt zeigt es mir diesen Weg an.
Hier hoch, hier rüber und dann über diese Brücke. Halt, da liegt was Blaues. Das ist meiner. Lalalala. Okay. Verdammt spannend gewesen, die Folge. Aber es muss ja nicht immer so extrem spannend sein wie die letzte Folge. Und ich werde mich jetzt wieder verabschieden und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich sage mal wieder Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Natürlich bewerten nicht vergessen. Und dann bis denn dann.